Stadlich-Fachingen. Das Wasser seit 1742 präsentiert Ihnen. Liebe Zuschauer, ich begrüße Sie wieder ganz herzlich aus Hamburgs neuem Wahrzeichen der Elbphilharmonie, und zwar der Eigner-Suite des Luxushotels Westin Hamburg. In einer Classics Edition möchte ich mich mit Ihnen noch einmal erinnern an besondere Gäste und Momente aus vielen Jahren Tischgespräch in mehreren Locations. Viel Freude damit, viel Spaß und gute Unterhaltung. Herzlich willkommen bei Tischgespräch. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Johann Lafer. Ja, hallo, Frau Steinke. Schön, dass Sie das möglich gemacht haben, bei Ihrem eng getakteten Terminkalender uns hier bei Tischgespräch zu beehren. Wenn ich nach Hamburg kommen kann und darf, komme ich sehr gerne. Ich liebe diese Stadt und natürlich auch hier diese Atmosphäre. Ich bin sehr gerne da. Sie setzen sich aktiv für gute Schulkantinen und gesunde Ernährung in den Schulen ein, besonders für wirtschaftlich benachteiligte Kinder. Ja. Wie stellt sich die Situation aus Ihrer Sicht dar? Also erstmal muss man ja sagen, finde ich, dass wir in Deutschland, in einem Staat mit dieser Wohlstandssituation in der Lage sein müssten, dass alle Kinder ein Schulessen bekommen und das möglichst finanziert auf Kosten des Staates. Mhm. Denn es gibt ja soziale Unterschiede, und wenn sich das auch noch darauf auswirkt, dass die Kinder in der Schule dann sich das Essen nicht leisten können und gegenüber den anderen benachteiligt sind, dann finde ich, dann tut das erstmal sehr weh, und zweitens finde ich das nicht richtig. Also was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass zunächst mal wir wieder aufgrund dessen, dass zu Hause ja relativ wenig vermittelt wird oder übermittelt wird über das Thema Leben, weil meistens die Eltern berufstätig sind und die Kinder nur so am Rande mit ernährt oder erzogen werden, wünsche ich mir, dass in den Schulen vielleicht sogar das Thema Haushaltsunterricht oder auch, ich sag mal, so eine Grundlebenslehre eingeführt wird. Und dann durfte ich ja erleben in meiner Schulmeinzeit, dass sehr viele Kinder mittags kommen und dann haben die so eine Karte, wo sie vorher Geld aufladen müssen, dass die kein Geld auf der Karte haben. Dann steht der vor dir und dann kann der sich das Brötchen nicht leisten oder kann sich das Mittagessen nicht leisten. Ich meine, ich habe, glaube ich, zuletzt so intensiv geweint beim Begräbnis meines Vaters, und das ist viele Jahre her, und dann in der Schule wieder, weil ich wirklich nicht glauben konnte, dass in Deutschland so viele Menschen wirklich vor dir stehen und nicht das Geld haben, um für ein Mittagessen zu haben. Und dann stehen die Kinder hinter dir und sehen ja, dass deine Karte nicht gedeckt ist. Das ist also, Frau Steinke, das ist so schmerzhaft, dass wir dann einen Förderverein eingeführt haben. Und wir haben dann natürlich auch versucht, natürlich niemanden zu benachteiligen. Aber daran sieht man, wir sollen auch manchmal ein bisschen um unsere Umgebung uns kümmern und nicht nur immer überlegen, wo kann man im Ausland jemanden unterstützen, sondern wir haben genügend soziale Probleme, die wichtig sind. Gibt es irgendetwas, was Sie als den Sinn des Lebens ausmachen würden? Ich glaube, wir machen alle immer den Fehler, nach dem Sinn des Lebens zu suchen. Ich glaube, der Sinn ist einfach, dass alles so ist, wie es ist. Mhm. Ja, und man muss es versuchen zu akzeptieren. Ja? Also was verändern zu wollen, das funktioniert ja sowieso nicht. Ne? Mhm. Dinge passieren einem. Oft man jetzt so weit gehen will, dass man sagt, ja, da gibt es für jeden einen speziellen Plan. Muss jeder selber entscheiden. Glauben Sie an Schicksal? Es taucht natürlich dann die Frage auf, warum passiert dem einen das und dem anderen das? Hat das einen Grund? Und schon geht's los. Ne? Schon fängt man an zu überlegen. Wenn, dann welchen Grund? Ja, warum? Hat er was falsch gemacht, was man beeinflussen hätte können? Mhm. Na? Oder nicht?
warum, ja, das, ich glaube, wenn man damit anfängt, da kommt man auch zu keinem Ergebnis. Deswegen lässt man es lieber am besten bleiben und sagt, ich akzeptiere so, wie es ist, auch die Dinge, die man nicht versteht. Und viele fragen mich auch, ob ich gläubig bin. Also ich denke, Glauben definiere ich für mich einfach so, dass man die Dinge akzeptiert, so wie sie sind, auch die, die man nicht versteht. Und das Gefühl hat, das ist schon so richtig, wie es ist. Ne? Also Sie werden getragen von einem gewissen Vertrauen, kann man das so richtig zusammenfassen? Ja, im Grunde ja. Es bleibt einem doch nicht viel anderes übrig. Wenn Glaube, dann glaube ich an irgendwie immer mit dem Hintergrund, dass ich es nicht verstehe unbedingt. Ne? Dass ich wohl jetzt gerade in der Zeit, wo ich jetzt auf der Welt bin, hier wohl gerade richtig bin. Sonst wäre es ja früher oder später geworden. Hat mich besonders angesprochen und berührt, und zwar das Thema Kinder in Deutschland. Sie sagten in einem Kapitel sinngemäß, wenn Kinderlachen heute als Lärm angesehen wird, herrscht in diesem Land bald Friedhofsruhe. Keine Kreuzfahrt könne den Enkel ersetzen. Mhm. Woran liegt es Ihrer Meinung nach, dass in einem Land, in dem am meisten Geld für Familien ausgegeben wird, am wenigsten Kinder geboren werden? Ja, ich glaube, weil man das mit Geld nicht machen kann. Also zu Kindern gehört ja auch das Ja zu einer Beziehung. Mhm. Ohne Beziehung, also natürlich können Sie ein Kind entstehen lassen, aber jeder normale Mensch weiß ja auch, dass die Ehe oder die Partnerschaft dazugehört, in dem ein Kind dann aufwachsen kann und sich wohlfühlen kann. Es ist ein zunehmender Egoismus, man guckt immer, was kostet so ein Kind. Dann kommt diese blödsinnige gesellschaftliche Verdammung, wer schon zwei Kinder hat, gilt ja schon fast als asozial. Ja, wie willst du denn das schaffen? Dazu kommt auch, dass Kinder eben wirklich teuer sind und dass wir ja so ein Klima erzeugt haben, dass Kinder eben stören. Also überall dieses Psst. Und natürlich finde ich das schlimm, wenn Kinder ein Frühstücksbuffet im Hotel verwüsten und die Eltern sitzen dabei und staunen noch und sagen, ach, wie schön das Kind sich entfaltet. Das finde ich auch schlimm. Aber noch viel schlimmer finde ich es, wenn dann steht, Spielen auf dem Rasen verboten oder man darf keine Kinderwagen in einem Mietshaus abstellen. Und das ist alles so sukzessive, wird einem es madig gemacht, überhaupt noch Kinder haben zu wollen. Und die sind nun unsere Zukunft. Da nehme ich ein bisschen Bezug, ehrlich gesagt, zu meinem aktuellen Projekt aus den 1920er Jahren. Eine Zeit, in der
viel Wert drauf gelegt wurde, zusammen zu sein, mit Freunden rauszugehen. Es war so eine Lebensfreude in diesem Jahrzehnt oder in dieser Zeit, überall präsent. So diese Lebensfreude fehlt mir heute, ich möchte nicht sagen die ganze Zeit, aber sehr oft. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der wir vorsichtig sein müssen, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Das soll überhaupt keine Predigt sein. Ich spreche hauptsächlich, sage ich das zu mir selbst, glaube ich. Ich denke daran, wie wir leben, wie wir so unseren Alltag verbringen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so jedes Telefonat, das man führt, wenn man jemanden anruft, eigentlich ist der erste Kommentar immer: Oh Mensch, es war so viel los. Entschuldigung, ich habe so lange nicht mehr mich gemeldet. Es war so viel los, es ist so viel Arbeit und ja, das ist eigentlich so der Standardkommentar. Und ich bin sicher, es war immer viel los, in der Vergangenheit auch, aber es war so ein bisschen getrennter. Heutzutage können wir die ganze Zeit arbeiten. Jeder Mensch geht auf der Straße entlang und schaut in sein Handy und schreibt dabei E-Mails und geht abends vielleicht nach Hause und schreibt immer noch E-Mails, weil es einfach möglich ist. Es ist nicht mehr so, dass man zur Arbeit geht, dann macht man die Arbeit und dann geht man nach Hause und dann macht man eben was anderes. Ja. Und ich glaube, wir sind so ein bisschen an einem Punkt, wo wir wirklich da wirklich aufpassen müssen. Ja, du hast recht, wenn früher der Arbeitstag beendet war, dann war das eigentlich auch. Also, ja, die Möglichkeiten sind endlos. Ist die stete Erreichbarkeit ein Problem? Kann sie zu einem Problem werden? Absolut. Ich glaube, dass wir alle sehr gefährdet sind für das inzwischen schon schicke Burnout-Syndrom. Das gab es früher nicht. Jetzt rede ich schon wieder so, als wäre ich 70, aber trotzdem, das ist eine relativ neue Erscheinung und ist aber eigentlich ganz normal geworden. Und ich glaube, dass das jeden jederzeit treffen kann. Was könnte der Mensch denn für sich gesehen verbessern, der jetzt vor dem Fernsehschirm sitzt, Tischgespräch schaut und auf einen Ratschlag von Daniel Rhön wartet? Was würdest du raten? Ich würde jedem raten, der neben einer anderen Person sitzt, diese andere Person anzuschauen und mit ihr zu sprechen. Und erst nach dieser Sendung den Fernseher auszumachen, aber dann mal sich vor Augen zu führen, wie lange es her ist, dass wir zwei oder wir, wie viele auch immer, mal richtig miteinander gesprochen haben. Und vielleicht liege ich ganz falsch, aber ich kann mir vorstellen, dass das in vielen Fällen sehr lange her sein wird. Und jemanden, der alleine vor dem Fernseher sitzt, würde ich wünschen, rauszugehen, ins Kino zu gehen, nicht alles auf Netflix oder so weiter zu gucken und einfach Dinge zu teilen. Und ich meine nicht auf Facebook zu teilen, sondern so, wie es ursprünglich mal gedacht war. Das hat mich sehr gefreut, dass du gesagt hast, so miteinander zu sprechen, wie wir heute bei Tischgespräch. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich bedanke mich wirklich für dieses angenehme und wohlklingende Tischgespräch mit dir, lieber Daniel. Danke, dass du bei uns warst. Ich bedanke mich sehr. Thank you.
steckte in der damals 15-jährigen Andrea auch ein kleiner Rebell, für die Schauspielerei ein willkommenes Ventil war? Ja, so kann man das schon. Also ich glaube, ich war kein kleiner, sondern ein großer Rebell. Ich bin auch mit 16 das erste Mal dann ausgezogen. Also ich habe sehr früh versucht, mir Freiheiten zu schaffen und die auch eingefordert. Insofern, ich glaube, ich habe dann aber letztendlich die Schauspielerei für mich gewählt, weil ich dachte, dadurch kann ich mir selbst entfliehen, weil ich mit mir nicht zurechtkam. Und das ist ja ein Irrglaube. Also das geht nicht, leider. Also es wäre sehr praktisch, wenn man als Schauspieler dann, indem man andere Figuren spielt, nicht mehr man selbst sein muss. Aber man wird sich ja nicht los. Was ist für Sie Schauspielerei zuallererst? Ist es eine Kunstform oder intensive Arbeit, die nur über Handwerk und Technik zum Erfolg führt? Also technisch sehe ich das gar nicht, sondern ich glaube, die Herausforderung ist tatsächlich, sich in die verschiedensten Menschen hineinversetzen zu können. Dadurch muss man einen klaren Blick für die Menschen haben. Also hinter die Fassaden gucken, was ich sehr gerne mache. Also ich beobachte sehr gern und analysiere. Und dann muss man das speichern und irgendwann mit sich selbst quasi als Gefäß ausspielen. Aber ich bin dann eigentlich nur das Gefäß und das andere kommt von innen. Also es ist eigentlich manchmal auch etwas technisch, gerade auch wenn es um Komödien geht, da muss ja immer das Timing stimmen. Aber es muss eher von innen kommen, würde ich jetzt für mich sagen. Nähern Sie sich heute Ihren Rollen oder Ihrer ganzen Arbeit anders als früher? Ja. Ich habe früher versucht, mich selbst auszublenden, was ich vorhin schon sagte. Also ich habe versucht, mich links liegen zu lassen und jemand anderen zu spielen, ohne mich. Und das funktioniert nicht. Also insofern gehe ich jetzt von mir aus, also ich schalte mich nicht aus, sondern versuche, die fremde Person mit meiner Biografie zu verknüpfen. Ich würde sagen, so ist es ehrlicher und inniger. Thank you.
Sie haben einmal gesagt, die Welt wäre eine andere, wenn alle Menschen Musik machen würden. Dürfte man Sie als UNO-Botschafter vorschlagen? Ja, ich weiß nicht, ob Sie mich haben wollen, aber ich bin sicher davon. Musik machen ist eine nicht nur gut fürs Gehirn, aber auch gut für das Zusammenleben. Die Indianer haben früher, eine Hauptregel bei den Indianern war, oder ist vielleicht noch, teilen mit deinen Brüdern. Und das Teilen von Sachen ist total wichtig im Leben. Und das muss man in Musik machen. Man muss immer auf die anderen hören. Man muss nicht sagen, ich bin der Erste. Nein, das ist kein Musik machen. Musik machen ist Harmonie. Und Harmonie ist Zusammensein, Teilen. Und darum denke ich, dass Musik zusammen machen würde die Welt verändern, bin ich sicher, ja. Präsentiert von Staatlich Fachingen, das Wasser, seit 1742.